Und das war in der zweifach schnellen Rechtskurve. Und da musste ich dann beim Ausgang direkt an den beiden vorbei. Gut. Ja, die schnelle Rechtskurve hat mir ein bisschen Zeit gekostet bei der Links-Rechts-Kombination. Aber ich, bei der Linkskurve habe ich zu lange nach links gelenkt. Dann war ich auf einmal schon zu weit raus. Ah ja, das ist natürlich dann ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Hat, glaube ich, 14 oder so gekostet. Ja, also ich hätte die Pole gehabt eigentlich, aber die ganzen... Na, sieht wenigstens auch nicht aus. Das ist schon mal etwas. Ja, ich hoffe mal, es bleibt auch so nicht wie im Qualifying, perfekt zu regnen. Ganz ehrlich, das ist richtig nervig, so eine Scheiße. Aber jetzt bin ich am überlegen, ob ich den Frontflügel noch ein Stück runterstelle, aber eigentlich stehe ich so weit vorne. Ich tue das mal nicht. Nur was machen wir für eine Benzinstrategie? Diesmal müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht in der gleichen Runde reingehen, ne? Ach, du bist auf hart. Jo. Also war deine Hartrunde doch schneller. Ja, sie war noch mal schneller. Ich wäre wahrscheinlich noch mal 15. schneller gewesen. Ach, du warst auf hart gefahren. Ich bin auf hart gefahren, ja. Und wäre noch mal 15. eigentlich schneller gewesen, hätte ich den Fehler nicht gemacht. Ach, komm mal die Fresse. Warum fährst du nur auf hart? Ich weiß nicht, weil ich ein gutes Gefühl hab. Lass mir die weichen Reifen. Ich hab die weichen Reifen noch gar nicht getestet, ich weiß gar nicht, wie viel schneller die sind. Super. Keine Ahnung, dass du aufhalten wirst. Na, du wirst auch ewig so am Start alle holen. Obwohl ich ja sagen muss, die Starts sind da recht schwierig hier. Ja, aber ich weiß, dann kann jemand starten, das hat jetzt ein paar Rennen gefahren. Na, ich weiß noch immer nicht so ganz. Ist wahrscheinlich immer noch so mit halber Drehzahl oder sowas, wie du starten musst und dann beim Gas gehen voll. Wenn die Ampeln ausgehen, wahrscheinlich Vollgas. Ja, halbe Drehzahl fahre ich nicht. Ich kann es hier schlecht beschreiben, wie ich fahre. Außenlinie hier wählen. Ups, jetzt hat mich fast einer umgedreht. Ich bin einfach ihn überholt. Wo bist du? Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ah, du challenge gerade gegen Kimi, ne? Ja. Du darfst eigentlich nicht über diese Position hinaus. Ich hoffe, du wärst abgeflogen. Nichts gegen dich, aber ich habe Rückstand in der WM. Irgendwie finde ich ja der Mercedes kriegt mit am geilsten. Du hast beim Scheibenpinkel irgendwo komisch, ne? Erste Runde schon mal bestanden. Das ist nur richtig. Das nicht gerade schlecht. Ich bremse mal nicht tick zu spät. Ich glaube, dass der Reifen vorne bestehen. Das ist normal. Nur nicht beide Räder blockieren und geradeaus fahren, sich dann über Untersteuern beschweren. Was soll ich ja, kann ich ja zu dir auch nachher mal sagen, ne? Wieso? Na, du wirst irgendwann auch jetzt in den Bereich reinkommen, wo deine Medium-Reifen auf Wiedersehen sagen. Quatsch, ich bin ein reifenschonender Fahrer. Ich fahre sehr reifenschonend. Eine Wunde, die sitzt ganz schön tief bei dir, ne? Welche Wunde? Mit dem China. Och. Das war eigentlich ganz okay.
Ich habe Punkte geholt. So richtig. Das ist auch das Wichtigste erstmal. Erstmal Punkte holen. Man kann immer noch sehen, wo man später in der WM landet. Das ergibt sich ja immer erst später. Genau, um jetzt Hälfte der Saison, glaube ich, ne? Ja, da sollte man nochmal gucken, wo man steht. Wir haben 3 von 14 Runden explodiert. Diesmal können sie bei dir eher die Aufholjagd sehen als bei mir. Oh. Wobei, so bleibt der WM-Kampf schön spannend. Momentan sind wir gleich auf in der WM. Jetzt fährt er letztes Rennen Zweiter geworden und dann müsste der, glaube ich, jetzt sogar führen. Theoretisch. Blitztabellen theoretisch. Was, wer müsste führen? Ich glaube Vettel, oder? Weil er ja Zweiter letztes Rennen, glaube ich, war, oder? Ach nee, du hast ihn ja ins Kies geschickt. Genau, ja, da habe ich den ja ins Kies geschickt. Alonso, das ist erstmal, dass ich für dich bin. Fast wieder weggedreht. Warum drehst du dich nicht mal weg? Das wird eine schöne Erfahrung sein. Dann beschwerst du dich auch nicht über Untersteuern, sondern hast du eher Übersteuern. Jetzt in der schnellen zweifach rechts hatte ich untersteuern. Das ist nicht gut, ne? Vier Sekunden trennt dich von deinem Hintermann. 4 Sekunden. Natürlich muss gewesen wäre, wenn du keine schnelle Runde mehr gefahren wärst mit den neuen harten Knolls. Und mit den alten starten. die Angst hatte ich eigentlich, aber ich habe gehofft, dass es noch ausreicht. Dann hättest du nicht ganz schön Probleme gehabt. Die Medium-Reifen halten die nicht so lange. Leider nicht so nicht schnell genug auf der Geraden. Ich darf es ja nicht Zweiter werden, ne? Warum? Verbietet eine Regel. Die nicht Zweiter werden Regel im Koop. Wenn man im ersten Rennen gewonnen hat.
nämlich verboten. Auch aus Gründen der Fairness und der WM. Spannung. Ach so. Ja. Die Regel gibt's auch noch nicht lange, aber die gibt's. Ach so, na gut, die wusste ich noch gar nicht. Gut, dass du sie jetzt weißt, ne? Ja. Also keine Scheiße machen. Jetzt kriegst du nämlich kein Geburtstagsgeschenk mehr von mir. Und sie ist schon vorbei. Das ist leider nicht gut. Ja, ich wollte halt kein Leben schenken. Außerdem ist mein Interesse, glaube ich, gar nicht mehr. Ich wollte ja nicht mehr in Berlin wohnen. Naja, vielleicht kann ich dir ja den Sieg schenken als Geburtstagsgeschenk. Aber ich glaube, hier ist Mighty 10-9. Oder Mighty 10-1. Ach, das war ja auch genau hier. Vettel liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Ja, schön, dass er 5 Sekunden hinter mir geht. Freut mich irgendwie. Weil jetzt von seiner doch eher schlechten Startposition jetzt doch so weit nach vorne geschafft hat, das ist ja also schon toll. Aber ich komme halt nicht in Schlagposition, das ist gerade ein Vettel ran, das ärgert mich so ein bisschen. Lass dich da nicht ärgern, pass lieber bei der Boxen einfach auf. Das sollte ja hier nicht so das Problem sein. Das weiß man nicht, das weiß man nicht. Der Vettel ist auch in die Box, ne? Ja. Oder ich bin auf Abstand, weil das kein Schuss auf Verkehr geben. Bleib in der Boxenausfahrt Kerb, damit du im Renntempo auf die Strecke zurückkommst. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Ganz ruhig, Renningenieur. Jetzt weiß ich doch alles. Aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Wieder motivierende Worte von einem Manager zu hören. Wann hörst du immer nicht? Das stimmt natürlich. Aber die Video-Rail-Leute auf 24 ist. Oh, was Attacke. Das ist schon gut. Aber du kannst noch besser werden. Du kannst vorne mit der Spitze mithalten. Das ist der geilste Punkt. Du bist 2 Sekunden langsamer. Deine Zeiten sind gut. Du kannst mit der Spitze mithalten. Ja, okay. Jetzt verliert ihr ein bisschen Zeit. Boah, Alter, was ist denn jetzt gerade mit dem Wagen los, Alter? Jetzt hab ich auf gar keinen Griff mehr irgendwie. Ja, die Phase kommt manchmal. Irgendwie jetzt gerade ich die. Irgendwie im Mittelzeit gar nicht mehr gekriegt. Ich hab keine Sorgen, ich bin auch nicht. Weil alle drei schön nochmal in die Box, das freut mich. Und geben mir schön nochmal DRS. Ja, du hast für jetzt gerade nochmal DRS bekommen? Ja. Ich war gerade auch hinter Vettel und hab kein DRS bekommen. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Oh, du fährst mit Standarddrehzahl, Mensch. Was anderes geht hier auch nicht, ne? Naja. Jetzt ein Burger von Mc's, ey. 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Oder Chicken Nuggets. Nee, Chicken Nuggets. Man muss ja Chicken Nuggets holen. Und kein Mc's in der Nähe. Der nächste Mc's ist 15 Minuten weg mit dem Auto. Und ich darf noch nicht alleine fahren. Da ist schon Burger von 17 ist irgendwie. Thank you.
nach dem Rennen können das Team interne Duell ausgeglichen sein wieder. Boah, du bist ja ein Arsch. Hast du dieses Ding da hingefahren? Naja. Das hat mich gerade nur gestört in der Kurve. Das ist doch richtig hart. Bringt auch der Wali in die Wurst, was er? Also hol ich ihn dann auch wieder. Och. Problem ist, er wird wahrscheinlich schnell vorne gefahren. Der Box. Iceman ist an der Box, das ist natürlich super schön. Oh, wie weit komme ich denn zurück, Alter? Das finde ich irgendwie gut. Irgendwie finde ich das fair. Das kenne ich aber auch, hatte ich auch. Nur noch selber verloren. Deswegen fahre ich ja nicht mehr mit Taten los. Habe ich einmal eine Karriere gemacht, gut, habe ich gewonnen, aber da habe ich auch alle irgendwie zu gut zerstört und so. Anbremsen, einlenken und vorsichtig rausbeschleunigen, um ja nicht die Reifen zu überlassen. Au, die Kurve hasse ich. Ich habe sie mittlerweile gelernt, nach langer, langer Zeit. Aber trotzdem passiert es noch gerne nochmal, dass ich sie nicht wirklich kriege. Na, heute ist mal bei mir ein bisschen langweiliger. Sonst ist ja bei mir mal ein bisschen lustiger, ne? Mit den Fails und mit den Aufholjagden und so weiter. Heute mal nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich unglaublich gut bin. Das kann man momentan noch in der WRL betrachten, da bin ich einer der Besten. Deswegen ist mein Teamspeak-Name auch rennt seiner Form hinterher. Meine Form ein bisschen hinterher, ne? Bisschen traurig, aber gut. Mir macht mich das hier glücklich, dass ich das hier rehabilitieren kann, dass ich zu den Besten der Welt gehöre. Und auch einen schönen Gruß an André an dieser Stelle. Und vielleicht auch an Arne. Meine Mutter möchte ich hier bitte auch nochmal grüßen, meine Oma und meine ganze Familie. Ali, möchtest du noch irgendwie grüßen? Nö. Hat dir denn jetzt Mercedes gesagt, hol ihn dir? Die haben auf jeden Fall gesagt, dass ich gute Zeiten fahre. Das ist auch schön. Das freut mich für dich. Man muss ja auch mal für die offenes Ohr haben, die halt nicht so unglaublich gut und weit vorne fahren. Ja, das ist ja... Auch das gehört zu einer guten Freundschaft. Einem guten Miteinander in der Koop. Man ist ja Teamkollege und man verbringt ja viel Zeit miteinander. Man geht ja auch abends mal zusammen ein Trinken. Und als Teamkollege will man ja auch, dass der Teamkollege immer gute Ergebnisse holt, damit das Team weiter nach vorne kommt. Das ist einfach schön, einen Teamkollegen zu haben. Man möchte sagen, es ist eines der schönsten Gefühle, die es mitgibt. Und der Teamkollege ist sowas wie ein bester Freund eigentlich. Vielleicht auch manchmal der beste Feind. Ja? Aber ich denke mal so, ohne Teamkollegen... Er hat gerade die schnellste Rennrunde hingelegt. Ich glaube nicht, dass Iceman fliegt. Weil er die schnellste Runde hinlegt. Weiter nach vorne bringt ihn das erstmal auch noch nicht. Außerdem wurde ich jetzt gerade meiner Ausführung unterbrochen und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich da war, also höre ich jetzt auf, das auszuführen. Man muss ja sagen, es wird ein bisschen langweilig an der Spitze, ne? Tja, dann musst du dich mal zurückfallen lassen. Meint, ich soll mich mal drehen? Ja. Weiß ja nicht. Du hast den verfügbaren Sprit in diesem Rennen optimal genutzt. Ich weiß bloß nicht, dass die Fahrzeuge vor mir durchsichtig sind. Ich brauche einfach bloß vorbeifahren. Was?
Warum? Das ist unfair. So, ich würde mal sagen, Ausgleich, ne? Für deine dummen Witze. Was für Witze? Ich sage nur die Wahrheit, dass ich mich freue für dich. Aber wenn du Erfolge feierst, dann feiert das Team noch Erfolge, dann gibt es mehr Geld, dann kann das Auto weiterentwickelt werden, ja? Ist doch schön. Warum bist du jetzt Vierter? Was machst du denn damit? Ja, das Team braucht noch mehr Geld. Ja, aber zu viel Geld ist auch nicht gut. Und dann wird man vielleicht größer machen. Ich meine, das wollen wir natürlich auch nicht. Was ist denn mit dem Fahrzeug los, Alter? Warum hat das so ein krasses Unterstand auf einmal? Ich muss sagen, ich fahre das gleiche Auto wie du und ich hab's nicht. Meins läuft sogar sehr schön, balanciert, ausbalanciert. Das Gaspedal funktioniert, das Bremspedal funktioniert. Ich krieg eine Facebook-Nachricht. Rennfahren macht Spaß. Man, ein Rennfahrer, das ist ja auch, ist ja kein Hobby, das ist ja mehr so eine Berufung. Ja. Und ich fühle mich einfach berufen dazu. Okay, das verstehe ich jetzt wenig ganz. Im Sektor davor war ich 17. dran. Auf der Geraden habe ich ja kein DRS, okay. Cool, der Wagen vor mir ist irgendwie auch durchsichtig. Irgendwie sind die alle hier drauf einmal durchsichtig. Echt? Na, zumindest war gerade Raikön durchsichtig bei mir. Und jetzt ist Alonso durchsichtig bei mir. Schöne Bugs auf jeden Fall. Was sind das jetzt vorhin nochmal Rush, glaube ich. Boah, Alter, wie schnell kann ich durch diese Rechtskurve da durchfahren? Das ist ja unglaublich. Da verliere ich über eine halbe Sekunde, glaube ich, nur durch die eine Rechtskurve. Natürlich nicht so unglaublich. Runde. Nehmen wir natürlich keine Risiken mehr ein. Besser ins Ziel kommen als gar nicht. Um ein Berufszitat zu bringen. To finish first, you have to finish. Ja. Um Erster zu werden, musst du erstmal ins Ziel kommen. Da schon mal die Grundvoraussetzung, um zu gewinnen. Gibt ja noch ein paar mehr Voraussetzungen, ganz klar. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist ähnlich wie das mit dem Essen und Trinken. Um zu leben muss man essen und trinken. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn man das nicht tut, Alter. Ich geh mit meinem.
meiner Laterne und meine Laterne wird mir. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ich glaube, Ali steigt gleich in sein Auto und kommt zu mir, nur mich zu. Nö, das nächste Rennen schieße ich einfach als Cut ab. Achso, meinst du? Das mache ich einfach als Cut. War das noch Sack die schnellste Runde? Nein, war sie nicht! Scheiße! Ah, guck mal, mein Wadi zu. Ich habe ein bisschen Zeit. Ja, schon ein bisschen früher als er. Was ist der Vettel? Oh ne, den Bottas wollte ich ja eh nicht angucken. Aber ah, jetzt glaube ich, schaffe ich das auch nicht mehr zu Wadi da. Ne, aber Wadi ist nur Vierter geworden. Ist ein bisschen, tut mir ein bisschen leid irgendwie. 25 Punkte! Ja, ja. Wir weitergehen, Mann. Ja? Gut, ich drücke auch mal, komm. Was? Ich will nicht, Mann, ich will mich nicht das blöde Steam-Profil angucken, Alter. Und wollen wir noch ein Rennen fahren? Oh, jetzt guck mal. Ach, kannst du jetzt nicht sehen, ich Jubel, oder? Du gehst jetzt, nee, seh ich nicht. Du gehst jetzt in die Box rein und ich feiere meinen ersten Saisonsieg hier gerade. Bist du bloß auf demselben Level wie ich. Das ist richtig. Wir haben auch genau gleich viele Punkte. Aber du bist trotzdem der WM hinter mir. Ja, weil du das erste Rennen gewonnen hast. Ja. Hihi, bist du hast Nummer 2. Startnummer hast. Tja, kannst mal sehen. Du bist nur Zweitbester. Bis jetzt. Ja, auch so allgemein. Ist ja in China. Oh, es regnet. Es regnet. Komm, das müssen wir jetzt aber fahren, Mann. Komm. Oder? Oder nicht? Dann wirst du doch untergehen. Meinst du? Also fahren oder was? Sag an hier. Meinetwegen. Gut, dann muss ich einmal kurz die Aufnahme unterbrechen und du wahrscheinlich auch. Ich nicht, ich kann das nicht rennen. Gut. Tschüss für diese Aufnahme.